feel like days. Only been days, but it feel like months. Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich mega, dass ihr heute wieder am Start seid. Die letzten zwei Wochen kamen keine Videos, weil in meinem Leben ein Riesenchaos war. Ich war nur unterwegs, war sehr, sehr selten zu Hause und bin einfach nicht dazu gekommen, Videos für euch zu drehen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr euch umso mehr über dieses Video hier freut. Ihr liebt die Videos sowieso, deswegen, ihr wisst es schon, es gibt jeden Monat ein neues Was ist neu in der Drogerie-Video. Ich würde sagen, wir reden auch gar nicht weiter drum herum. Es gab so coole Sachen, so coole neue Limited Editions. Im Februar beginnt immer so der Switch zu den ganzen Frühlingsprodukten, Valentinstagsprodukten. Und das ist, finde ich, so mit einer der schönsten Zeit in der Drogerie im Jahr. Eben haben wir schon über den Valentinstag gesprochen und ich möchte so ein kleines Valentinstagspaket verschenken. Und dafür habe ich einfach so ein paar Sachen geholt. Auch schon beim Action so eine große Herzchenbox und da sind so ein paar Goodies drin. Und das waren so die zwei Highlight-Produkte. Das soll wirklich so ein kleines Paket einfach für die Aufmerksamkeit sein. Und da habe ich dann einmal darauf geachtet, dass alles in rosa oder weiß ist. Und da hat dann richtig gut einer meiner liebsten Haarparfüms zugepasst. Und zwar das von Diana zu Löwen Vanilla-Duft. Der ist halt eben rosa, der riecht sehr süß, aber trotzdem sehr blumig. Also wirklich ein richtig, richtig tolles Haarparfüm. Deswegen durfte das auf jeden Fall nicht in dem Paket fehlen. Ich fand das auch einfach so unfassbar süß, weil das so gut da reingepasst hat. Und zwar einen komplett rosanen Duschschwamm. Ihr wisst, ich liebe Duschschwämme. Solltet ihr nur regelmäßig heiß ausspülen oder halt eben regelmäßig neue kaufen. Und ich mag die halt total gerne, deswegen waren das so zwei Produkte, die auf jeden Fall ins Paket rein mussten. Außerdem gab es ein neues Schaumbad, Soft Feelings von Balea. Die sind super, super günstig und ich hau da immer so viel von rein. Also das reicht einem Ewigkeiten, obwohl man so viel benutzt. Und das riecht nach Kokos und nach irgendeiner Blüte, die ich nicht kenne. Aber das sieht so süß aus. Es gab noch einen zweiten Duft, aber ich muss sagen, der hier hat mich deutlich mehr angesprochen. Ich würde sagen, wir bleiben mal kurz bei den Bodyprodukten. Und zwar habe ich ein neues Duschgel. Ihr denkt euch jetzt so, Julien, was ist passiert? Ich möchte tatsächlich darauf achten, nicht mehr so extrem parfümierte Duschgele und Bodylotions zu nehmen, weil ich aktuell einfach merke, dass meine Haut am Körper zu irritiert ist. Ich habe überall wie so kleine rote Pusteln und deswegen nehme ich für meinen Körper als allererstes ein Duschgel, was so einen leichten Duft drin hat und eine Pflegeformel. Und ganz zum Schluss, wenn Shampoo-Spülung alles abgewaschen ist, nehme ich dann nochmal hier so ein hautneutrales Duschgel, um nochmal alles abzuwaschen und auch das ganze Shampoo, die ganzen Rückstände auf dem Körper. Und ja, da habe ich mich dann einfach für das hier entschieden. Und auch gerade schon wie erwähnt, wollte ich ein bisschen auf meine Körperhaut beim Eincremen achten. Und da habe ich von Balea hier diese Beauty Expert Body Creme Gel gefunden mit 5% Niacinamiden, was generell wirklich sehr, sehr gut für eure Haut ist, vor allem wenn sie irritiert ist und die glättet eure Hautoberfläche total gut. Es gab auch mal eine von No Cosmetics, die habe ich irgendwie nicht mehr gefunden, deswegen habe ich die von Balea genommen. Bei Rossmann gibt es aktuell so richtig süße Auto-Lufterfrischer in so einer Schmetterlingsoptik. Falls ihr die noch haben wollt, müsst ihr euch wirklich beeilen. Die hängen bei diesen Sachen, die jede Woche ausgetauscht werden, direkt wenn man bei Rossmann reinkommt, ist das bei uns. Und die gab es in rosa und in grün. Und bei uns gab es leider nur noch den grünen Duft. Ich hätte voll gerne den rosanen gehabt, aber ich habe ganz, ganz viele Videos gesehen, dass der grüne sogar besser riechen soll als der rosane. Und zwar riecht er hier nach Grapefruit und grüner Tee. Und ja, ich habe schon einen aufgemacht und musste dran riechen. Die riechen wirklich sehr, 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 sehr gut. Und die sehen auch so süß aus. Also ihr könnt euch die dann einfach ins Auto reinstecken. Ich bin ja der größte Fan von diesen ganzen Wäscheparfüms und Weichspülern. Und Lenoir hat einfach ein neues rausgebracht, passend zum kommenden Frühling. Und zwar ist es aus der Lenoir Light-Reihe. Es gibt einmal die normalen und die Light. Und ich muss sagen, die Light riechen auch schon super intensiv. Und das sind Wäscheparfüms, so kleine Kugeln. Die gibt ihr einfach mit in die Trommel rein. Ich nehme immer so eine halbe Kappe. Das hier riecht nach Lavendel und Seidenbaumblüte. Und es riecht so gut. Ich hoffe, dass es ins Standardsortiment kommt und keine Limited Edition sein wird, weil es riecht unfassbar krass nach Frühling. Also das ist für mich ein richtig krasser Frühlingsduft. Was natürlich nie fehlen darf, sind Wattepads. Und da habe ich jetzt diesmal dieses kleinere Paket genommen. Das sind irgendwie die großen, aber in dünner habe ich gesehen. Und hier sind genauso viele drin und die sind günstiger. Deswegen habe ich mich hier für die entschieden. Und zwar sind das die Maxi Wattepads von Ebelin. Natürlich war genau jetzt meine Speicherkarte leer. Ich hoffe, dass das Bild und der Ton noch gleich ist, weil ich muss mit einer anderen weiter filmen. Ich habe mir auf jeden Fall wieder ein Produkt nachgekauft.
gekauft, und zwar meine Garnier Fructis Ananas Hair Food Maske. Ihr wisst, ich liebe diese Hair Food Masken. Und mein Lieblingsduft? Boah, ist auf jeden Fall Ananas. Ich liebe die. Ich habe eine jetzt schon komplett leer gemacht, weil ich die einfach so sehr liebe. Die riecht unfassbar gut, und das Coole ist, man kann die halt für verschiedene Sachen benutzen. Also entweder als Haarmaske unter der Dusche, dann lässt du die länger einwirken, als Spüle und dann kannst du sie direkt auswaschen. Oder als Leave-In im nassen und im trockenen Haar. Und ich schwöre es euch, gibt es in euer trockenes Haar und ihr werdet den ganzen Tag danach riechen und es riecht so krass. Es gibt noch 4 andere Düfte. Ihr könnt ja einfach mal schauen, welcher euch am besten gefällt, aber ich... Boah, ich kann nicht oft genug daran riechen. Das riecht so unfassbar gut und pflegt eure Haare so, so toll. Gibt so einen tollen Shiny-Effekt. Deswegen, ich liebe die und kann euch die wirklich sehr, sehr empfehlen. Und zwar sind das die neuen Blushes von Catrice. Das sind keine normalen Blushes, sondern das sind Cream Blushes, aber als Herzstempel. Also man macht die quasi auf und dann kommt hier einmal so ein Herz raus. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Und hier unten ist dann die Farbe, die ich jetzt leider nicht aufbekomme. Und dann steckt ihr das Herz da rein und könnt damit auf euer Gesicht gehen. Und habt dann so ein Herzchenstempel im Gesicht und könnt den verblenden. Also es ist einfach eine mega süße Sache. Eigentlich unnötig, aber ich glaube, so macht das Schminken einfach noch mehr Spaß. Und da gab es 2 Farben. Einmal so einen Nude-Ton und einmal so einen richtig schönen Bärenton. Ich liebe ja solche Farben. Und Catrice durfte noch ein relativ neues Produkt für mich mit. Ich habe die vor Jahren schon immer benutzt, aber jetzt wieder neu für mich entdeckt. Ich trage die gerade auch. Die Catrice Glam & Doll Volume Mascara. Ich habe ja immer ein Lashlifting und trage nie Mascara. Aber dadurch, dass mein Lashlifting am Rauswachsen ist und ich erst nächste Woche meinen Termin habe und meine Wimpern sehr, sehr hell sind, musste ich das einfach überbrücken mit Mascara. Und da habe ich mich dann für die entschieden und die einfach nochmal neu ausprobiert. Und ich muss sagen, ich finde die echt sehr, sehr schön auf den Wimpern. Da gehört, dass Zinksalbe ein Wundermittel gegen Pickel sein soll, und es stimmt einfach. Ich habe es gestern Abend aufgetragen und mein Pickel wurde so viel kleiner und ist gar nicht mehr so dick. Die von Abtei genommen, die war 30 Cent teurer, ist aber auch 30 Gramm weniger drin, statt die DM Eigenmarke, weil irgendwie hatte ich bei der hier ein besseres Gefühl. Eine Sache, die ich schon länger haben wollte und mir jetzt gekauft habe, ist diese getönte Vaseline von DM. Das ist die Farbe Rosy Tinted. Die gibt es einmal als blau, also ohne Duft und ohne Farbe, und einmal als pink mit Farbe und Duft. Und ich glaube, das sieht richtig schön aus, vor allem, wenn man auch einfach nur einen Lip Liner aufträgt. Und das pflegt halt auch noch die Lippen richtig, richtig gut. Und ich bin voll gespannt, die zu testen, und freue mich schon voll. Ich fand es die ganze Zeit unnötig, weil ich schon so viele Lippenpflegen habe. Aber ich habe jedes Mal dran gedacht und jetzt habe ich mir sie endlich geholt. Auch mit durfte wieder mein Wasser Aqua Spray. Ihr wisst, das nehme ich ja immer zur Make-up-Fixierung. Das steht da auch sogar drauf. Ich nehme danach natürlich noch ein richtiges Fixing Spray. Aber ich finde, das lässt euer Make-up, eure ganzen Produkte richtig schön miteinander verschmelzen. Deswegen nehme ich das schon mal voll gerne als erstes Step. Außerdem durften neue WC-Frischkugeln mit, und zwar hier wieder die mit dem Parfümölperlen. Ich finde, es sind die besten. Euer Badezimmer riecht richtig, richtig gut. Es schäumt schön das Klo auf. Und ja, ich liebe die halt einfach, diese WC-Frischkugeln. Wenn ihr das Video seht, fliege ich in genau einer Woche weg. Und dort wird es noch relativ kalt sein, deswegen brauchte ich hier diese SOS-Handwärmer. Ich werde mir auf jeden Fall noch 2 Pakete holen. Da habe ich nämlich für jeden Tag 1. Und ja, die sind voll gut. Wir hatten die in London schon. Ey, die halten so lange warm. Also wirklich Minimum 8 Stunden. Hier steht 10, aber 8 Stunden halten die Minimum warm. Und die waren richtig, richtig angenehm. Die gibt es auch noch für die Fußsohlen. Ich glaube, ich finde es unbequem, aber diese Handwärmer sind wirklich richtig, richtig toll. Es gab neue Badezusätze, auch in so einem Valentinstags Herbst-Vibe. Und zwar einmal mit Beeren- und Crumble-Duft. Einmal mit Passionblume und Mandelblütenduft. Achtung, Neuheiten bei DM. Und zwar gibt es jetzt einfach Geek and Gorgeous bei DM. Aber nicht in jedem, sondern nur in ausgewählten Filialen. Und es ist ein Make-up-Balm-Cleanser und ich wollte den einfach unbedingt ausprobieren. Das ist dieser Mighty Melt. Der sieht auch richtig, richtig süß aus und das soll euer Make-up ja so richtig zum Schmelzen bringen. Ist perfekt zum Double-Cleansing, also mit einem Waschgel auf jeden Fall nochmal drüber gehen, damit auch das ganze Öl vom Gesicht entfernt ist, weil sonst gibt es Pickel. Generell, ich liebe ja das Geek & Gorgeous Vitamin C Serum. Falls ihr das auch noch ergattern könnt, nehmt euch das auf jeden Fall mit. Ich hatte noch eine Flasche zu Hause, deswegen habe ich es mir jetzt nicht mitgenommen. Aber Leute, das ist so, so toll. Ich liebe Geek & Gorgeous. Und die sind einfach günstiger als No Cosmetics mal im Vergleich und sind trotz all dem in der Drogerie. Also richtig, richtig krasse Brand. Solltet ihr unbedingt mal was von ausprobieren. Habt ihr meinen TikTok gesehen, als ich das allererste Mal einen hohen Sleek-Zopf getragen habe?
Irgendwie am Anfang habe ich mich voll unwohl gefühlt und gegen Ende fand ich es richtig, richtig schön. Und ich habe das mit Sarah ihrem Haarwachs gemacht und sie hat den hier verwendet von Isana. Und ihrer war irgendwie pink. Bei mir gab es jetzt keinen pinken. Aber Leute, das ist so nice für Sleek Frisuren, weil es die Haare auch nicht so verklebt und hart werden lässt. Und Sleek Frisuren sind ja generell relativ schädlich für eure Haare. Aber ich glaube, dieses Wachs ist noch relativ leicht, weil es bändigt so eure kleinen fliegenden Haare, macht alles schön sleek, aber eben nicht hart. Deswegen, das war auch voll günstig, irgendwie 1,10 Euro oder so. Deswegen, das war echt eine gute Investition. Ey, darüber habe ich mich so sehr gefreut. Ich mache in alles Schoko Drops rein zum Backen. Egal, also diese Back-Schoko Drops. Und egal wo rein, in Joghurt, in Milchreis, in meine Proteinpuddings, in wirklich alles. Und es gab jetzt einfach Schokodrops ohne Zuckersusatz von der DM-Eigenmarke. Die waren auch richtig schnell ausverkauft, deswegen bin ich so froh, dass ich noch ein Paket ergattert habe. Die sind halt vom Ding her minimal gesünder als die anderen und ich liebe halt solche Schokodrops, die machen die dann auf. Ich liebe das halt auch einfach darauf rumzubeißen. Riecht halt auch schon so gut. Ich schade, dass sie nicht im festen Sortiment sind und nur eine Limited Edition sind. Ich gehe stark davon aus, dass die richtig lecker sein werden. Achtung, es gibt eine Neuheit bei DM. Und zwar im festen Sortiment von L'Oréal Paris. Die Elvital Hyaluronic Pur Reihe. Wir lieben ja alle schon die normale lilane Reihe. Und das hier ist einfach eine für schnell fettende Kopfhaut. Seitdem ich die Pille abgesetzt habe, fettet meine Kopfhaut so extrem schnell. Das ist wirklich unfassbar. Und das ist so, als hätte L'Oréal meine Wünsche erhört und einfach ein Produkt dagegen rausgebracht. Mit Salicylsäure und auch Hyaluronsäure reinigt Unreinheiten und spendet mehr Feuchtigkeit in den Längen. Ist perfekt für mich. Es ist so nice. Und dazu gibt es natürlich auch einmal die passende Spülung. Leider gibt es noch keine Haarmaske dazu, aber ich denke mal, da kann man einfach die normale Haarmaske aus der lilanen Reihe für nehmen. Hat mich auf jeden Fall unfassbar gefreut. Deswegen rennt und holt euch die. Oh mein Gott. Es gab noch ein neues Produkt aus einer Valentinstags-Edition und zwar von Rival Loves Me. Wie süß sieht bitte dieser pinke Blush hier aus. Es ist ein pinker Glowy Blush mit so kleinen Herzen in so einem 3D-Look. Und die Kollektion heißt Just You and Me, was ich so süß finde. Und er sieht auch richtig, richtig schön aus. Und er war auch sehr, sehr günstig. Also wenn der gut ist, dann war das auf jeden Fall kein Fehlkauf. Es gab noch was aus dieser DM Sportness-Reihe. Und zwar Protein Peanut Butter Cups. Erinnert mich sehr an Reese's, nur in der gesunden Edition. Deswegen, ich wollte die unbedingt ausprobieren. Also ich achte jetzt nicht unbedingt auf Zucker oder dass ich nicht zu viel Süßes zu mir nehme, aber schon auf eine gesunde Ernährung. Deswegen, ich haue mir auch trotzdem Schokolade und alles rein, solange ich halt trotzdem was Richtiges esse. Deswegen, die habe ich einfach nur mitgenommen zum Probieren, weil es einfach eine nice Alternative sein könnte. Ja, ich habe bald wieder meine Tage und My Lily und My Einhorn sind meine Lieblingsbinden und beide gibt es nicht mehr bei DM und Rossmann. Die waren einfach im Ausverkauf. Ich nehme jetzt im größten Teil sowieso Periodenunterwäsche, aber die sind halt ganz nice für nachts oder falls ich mal keine Periodenunterwäsche verschwenden möchte oder am Ende meiner Periode bin, dann sind die immer schon ganz cool und das waren halt meine allerliebsten und die gibt es einfach nicht mehr. Für mich geht es auf Reisen und was darf natürlich nicht fehlen? Feuchttücher. Für mich gibt es keine langen Reisen oder auch kurze Reisen ohne Feuchttücher. Es ist ein Must-Have für alles, für den Toilettengang, für die Hände, zum Schminken, einfach für alles. Ich brauche immer Feuchttücher und ich werde mir auch definitiv noch ein Paket holen, weil das wird mir auf jeden Fall nicht reichen. Und für die Reise durfte noch eine Mini-Handcreme mit. Ich liebe die von Tracalmoon und das ist die Sorte White Cherry Magic. Die ist neu und die erinnert mich an einen Duft von Tracalmoon, den es früher mal gab. Boah, die riecht so gut. Vielleicht kennt ihr noch diese Tracalmoon Handcremes von früher und danach riecht das einfach wieder den alten Kirschgeruch zurück. Es gibt ein neues Produkt von Yuti. Für nur 95 Cent bekommen wir eine Lippenmaske und Eyepatches. Und ihr kriegt mäßig ein Produkt gratis, weil eigentlich kostet das Augenpatch-Set schon 95 Cent. Deswegen sehr, sehr nice. Es gab vier verschiedene Sorten. Ich habe mich hier für die lilane Variante entschieden mit Koffein. Ich möchte diesen Sonntag noch meine Gardinen waschen. Also wenn ihr das Video seht heute. Wahrscheinlich werde ich damit 4 Stunden beschäftigt sein, weil es war so eine Arbeit, meine Gardinen überall aufzuhängen. Und ich habe nur weiße Gardinen. Und es sind halt Tiefenreinigung, entfernt Gerüche, Fasern frisch und soll die Gardinen einfach wieder richtig schön weiß machen.
Und ich bin gespannt, ob das funktionieren wird oder ob die sauber werden, beziehungsweise was heißt sauber? Also die Gardinen sind sauber, aber müssen dann einfach auch mal gewaschen werden. Deswegen habe ich das hier mitgenommen. Und zum Schluss durfte noch einmal Arztseife mit, und zwar in der Sensitiv-Variante. Das ist einfach so ein Block mit Seife. Oh, jetzt habe ich ja Lippenstift dran gemacht. Ich liebe ja so Seifenblöcke. Die riechen aber so gut, die sind so weich. Auf jeden Fall ist das einfach nur zum Pinselwaschen. Es ist so wichtig, dass ihr regelmäßig eure Pinsel wascht. Und meine Seife ist jetzt leer gegangen, deswegen habe ich dann mir eine neue gekauft, und zwar diese hier. Das war es auf jeden Fall mit meinem Video. Wenn euch dieses Video und dieser DM und Ross von Heu gefallen hat, dann zeigt mir das doch sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Habt eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund und bis dann. Tschüss!